Hallo Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wie ihr unschwer erkennen könnt, möchte ich mir heute das Stream Deck etwas anders anschauen als sonst. Ich habe zum Stream Deck ja schon mal ein Video gemacht, was ich grundsätzlich davon halte und ob ich das gut finde oder ob es nur eine Spielerei ist. Das Video mache ich euch mal hierhin. Ich kann mir das nie merken. Aber hier oben in die Ecke könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Das jetzt hier quasi ist die Übersicht von der Stream Deck Software an sich und hier seht ihr eben auch schon, wie ich das quasi belegt habe. Da sind ein paar Szenenübergänge, meine YouTube-Statistiken, also Links quasi dann direkt da drauf. Dann habe ich hier Button zum Wechseln des Profils, hier meine Kamera an auszumachen, meinen Stream zu starten, die Aufnahme zu starten. So viele Follower habe ich aktuell auf meinem Zweitkanal, auf dem Sato-Reaction-Kanal. Würde mich auch sehr freuen, wenn es da ein bisschen weiter nach oben geht. Und die 17 hier repräsentiert quasi die 17 Abonnenten auf diesem Kanal. Apropos Abonnenten auf diesem Kanal, ihr wisst Bescheid, Call to Action ist scheinbar wichtig, habe ich mir letztens erst wieder angeschaut und das habe ich dann quasi hier mitgemacht. Also wenn euch der Inhalt gefällt, wenn euch das Video gefällt, wenn es euch weiterhilft, würde ich mich tierisch über ein Abo freuen. Das hilft mir, das hilft dem Kanal und vor allem hilft das Ganze natürlich auch die Zahl hier ein bisschen zu verändern. Rechts nebendran seht ihr ein ziemlich seltsam anmutendes Icon. Das jedenfalls ist Twitch. Das heißt, wenn ich auf Twitch streamen sollte und gerade live bin, dann wird mir hier eben angezeigt, wie viele Zuschauer ich gerade habe. Ich weiß, die meisten Empfehlungen gehen da in die Richtung, dass man sagt, gerade am Anfang, wenn man noch sehr klein ist, einfach um sich weiterhin motivieren zu können, einfach diesen Counter auslassen und ich sehe das genauso. Also wenn ihr ein Problem damit habt, euch selber zu motivieren, dann lasst einfach die Zuschaueranzahl raus, ja, und streamt einfach so, als würde die Menge an Zuschauern zuschauen, die ihr euch eigentlich wünscht. Aber egal, darum soll es gar nicht gehen. Im heutigen Video geht es nämlich um die Stream Deck Plugins. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich schon wissen, die ein Stream Deck haben sowieso, aber auch für alle anderen. Hier oben in der Stream Deck Software über dieses Plus kommen wir eben in diesen Stream Deck Store. Dann haben wir hier in dem Stream Deck Store auf der linken Seite einmal hier den Punkt Plugins. Wenn wir da mal drauf gehen, dann sehen wir hier Plugins. Und auch wenn hier keine Anzahl dasteht, nur als kleiner Indikator, schaut euch mal den Scrollbalken an, wie klein der ist. Das sind alles Plugins. Und ich habe mir jetzt echt lange Gedanken gemacht. Ich wusste jetzt gar nicht genau, wie ich da denn ansetzen soll. Erst habe ich gedacht, ich unterteile das eben so, wie das hier unterteilt ist. Also quasi, ich mache jetzt einen Teil Audio, einen Teil Tools für Entwickler, einen Teil Interaktion oder ich gehe einfach einmal über All von oben bis nach unten durch. Ich weiß es noch nicht. Ich entscheide mich jetzt aber vorab erstmal für Audio. Aber der Vollständigkeit halber, hier auf der linken Seite seht ihr mein Stream Deck. Da habe ich jetzt noch die zweite Kamera ausgerichtet. Übers iPhone mit Roadcam. Funktioniert extrem gut. Also viel, viel besser als die Kamera hier ist definitiv die vom Handy. Wahnsinn, das über WLAN. Coole Geschichte. Also, ich spreng jetzt hier einfach mal den Audio und hier habe ich mir jetzt erstmal ein neues Profil angelegt. Können wir hier über den Profile-Switcher machen. Da drücke ich jetzt einmal drauf. Ja, man muss auch treffen. Genau, das hier war ein Test von gestern. Und jetzt haben wir das quasi blanko. Dann würde ich sagen, arbeiten wir uns doch jetzt mal von oben bis unten durch. Angekommen im Audio-Tab, sage ich jetzt mal, haben wir jetzt eben auf der rechten Seite die ganzen Plugins, die wir theoretisch für Audio verwenden können. Da haben wir zum Beispiel das erste von Barrader. Barrader werdet ihr noch extrem oft lesen, denn Wahnsinn, der Typ oder die Frau oder wer auch immer das macht. Also wirklich super. Ich glaube, kein anderer User, männlich als auch weiblich, hat so viele Plugins für das Stream Deck gemacht wie Barrader. Ich drücke jetzt mal auf Installieren. Möchtest du das Plugin Audiometer wirklich installieren? Jo, will ich. Audiometer, was macht es? Wie der Name schon sagt und wie das Icon schon erahnen lässt, es gibt euch quasi aus, wie eure Lautstärke gerade ausgegeben wird. Ich minimiere das hier mal. Dann haben wir nämlich hier auf der rechten Seite unter Barrader, das wird ein bisschen kategorisiert, Audiometer. So, das ziehe ich mir jetzt einfach mal rüber auf einen Button, auf dem ich das haben will. Und dann haben wir hier unten nämlich schon erweiterte Einstellungen. Hier. Den Audiometer ziehen wir jetzt hier mal rüber. Dem Ganzen könnt ihr einen Titel geben. Ihr könntet jetzt hier zum Beispiel lostippen, was auch immer ihr wollt. Benutze ich nicht bei allem, denn bei den meisten Icons weiß ich ja schon, was ich damit darstellen möchte. Und jetzt kommt eben der interessante Part. Und zwar haben wir hier einmal den Playback Device, beziehungsweise die Playback Device. Wenn wir hier einmal auf das Dropdown draufgehen, dann sollte mir eigentlich ein Dropdown angezeigt werden. Okay, aus irgendeinem total weirden Grund muss ich da jetzt gedrückt halten. Sehr interessant. Ergänzend muss ich dazu sagen, ich habe das Ganze gestern initial auf Windows 10 getestet und da musste ich definitiv nicht gedrückt halten. Da konnte ich einfach nur drauf drücken. Jetzt hier bei Windows 11 muss ich das Ganze wohl so machen. Sei es drum, wie auch immer. Also, was passiert? Ihr sucht euch hier quasi eine Medienquelle aus, über die ihr quasi den Lautstärkebalken anzeigen lassen möchtet. Ich mache das jetzt hier mal auf Lautsprecher, Realtek High Definition Audio. Das ist mein Standardgerät. Für alles andere habe ich in meiner Wavelink-Software eben einen separaten Kanal geschaltet, aber das ist
ist quasi das, was aus meinen Lautsprechern rauskommt. Das heißt, ich springe jetzt hier mal in Spotify. Das ist auf meinem zweiten Monitor. Das seht ihr nicht. Ich springe jetzt auch irgendwo einfach mal rein. Ihr werdet jetzt aktiv auch gar nichts hören. Ich drücke jetzt hier mal auf Play. Und wie ihr seht, wird jetzt quasi hier schon etwas ausgegeben. Ja, ich habe hier überall alles auf 100% gestellt. Das seht ihr jetzt eben hier an dem Ausschlag. Wenn wir jetzt weiter in die Einstellungen gehen möchten, ja, und uns das hier nochmal ein bisschen zu Gemüte führen wollen, dann können wir hier nämlich zum einen den maximalen Threshold einstellen. Wenn wir den jetzt nämlich zum Beispiel auf 50 setzen, jetzt achtet mal auf den Pegel. Seht ihr, dann sind wir nämlich automatisch schon direkt oben. Also 100 ist in Ordnung, wie ihr seht. Und ihr könnt hier eben auch die einzelnen Level einstellen. Also grün sollte, denke ich, klar sein. Dann könnt ihr sagen, okay, ab 75 wirst du bitte gelb. Das seht ihr ja dann hier immer zwischendrin in dem gelben Bereich. Und wenn ihr bei 85% seid, dann bitte auch rot setzen. Eine Hintergrundfarbe können wir wählen. Wir können hier alle möglichen Farben wählen. Wir könnten jetzt hier auch vielleicht, keine Ahnung, so ein Lila nehmen oder so, dass es schön kontrastreich ist. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Könnt ihr beliebig einstellen. So, jetzt haben wir hier Free Color Gradient. Wir können hier einmal auf Solid Color stellen. Ne? Das seht ihr schon, dann gibt es eben keinen direkten Farbübergang. An der Stelle möchte ich mich auch noch dafür entschuldigen, dass die Kameraqualität dann doch nicht so gut ist. Also mit Licht hat sie so ein bisschen Probleme. Background Gradient können wir noch einstellen. Ah ja, jetzt habt ihr es gesehen. Genau. Oder wir haben Background Gradient Flipped. Also quasi die Farbüberlagerung von unten nach oben anstatt von oben nach unten. Ich würde sagen, ich lasse das jetzt einfach mal hier alles drin. Ich pausiere mal kurz meine Musik. Und jetzt gehen wir doch mal wieder in die Plugins und schauen mal uns das nächste an. Audio Mute. Wenn ihr übrigens einmal drauf drückt, also hier, ihr seht das in der Übersicht und dann klickt ihr hier einmal drauf, dann steht hier eben auch noch quasi erweiterte Hinweise, wenn ihr so wollt. Also hier haben wir jetzt einmal Überblick, toggle the mute for audio devices such as microphone or speakers. Installieren wir einfach mal, ganz normal, wieder über installieren, dann wird das Ganze kurz heruntergeladen und wir haben das dann quasi hier unten drin. Schließen das mal und dann haben wir jetzt hier drei Buttons zur Verfügung. Haben wir einmal toggle mute. Dann können wir das nämlich hier wieder draufziehen. So, zack. Und dann müssen wir natürlich auch hier an der Stelle wieder ein Device auswählen. Also für welche Spur das letztendlich dann gelten soll. Da können wir hier einmal draufgehen und können uns hier jetzt ganz, ganz viele Devices, Input- als auch Output-Devices aussuchen, worüber das quasi ausgegeben werden soll. Nehmen wir doch jetzt mal an der Stelle einfach Specific Input Device. Ich gehe jetzt hier mal auf Wavelength Stream. Dann sollte das nämlich im besten Fall auch für das Mikrofon jetzt hier gelten. Setze ich mir grundsätzlich aber nie auf irgendeine Taste, denn ich habe hier so einen dedizierten Button. Ist für mich persönlich viel bequemer, aber sei es drum. Wir drücken da jetzt einfach mal drauf und ich rede mal ganz normal weiter und theoretisch sollte das jetzt einfach ausgehen. Mal weiter und wie ihr seht, geht's wieder weiter. Das kann für viele nützlich sein, wenn ihr jetzt irgendwie einen gewissen Sound habt, der im Hintergrund läuft. Oder wenn ihr im Homeoffice zum Beispiel seid und ihr müsstet gleichzeitig telefonieren, dann könnt ihr da schnell draufdrücken und dann geht eure Musik, euer Netflix-Sound aus. Nur mal so. Okay, gut, prima. Also, das wäre dann demnach Audio Devices. Dann haben wir einmal Toggle Mute. Toggle Mute bedeutet, werden wir jetzt wahrscheinlich auch noch ein paar Mal sehen, Toggle in dem Fall bedeutet eben eine Taste für beide Funktionen. Das heißt eben einmal draufdrücken für Mute, einmal draufdrücken für Unmute. Das Ganze könnt ihr aber auch mit separaten Tasten belegen. Das seht ihr hier unten nochmal. Also wenn ihr jetzt hier einmal Mute draufzieht, könnt ihr Mute auswählen, Unmute, unten wieder auswählen. Achtet darauf, dass es das gleiche ist. Das sollte selbstverständlich sein. Und dann habt ihr das quasi auch gesetzt. Das lösche ich jetzt mal wieder und somit hätten wir dann quasi auch das nächste Plugin durchgearbeitet. So, bringen wir hier mal wieder rein, gehen wir hier mal wieder auf Audio. Was haben wir jetzt hier? Audio Switcher wäre dann quasi das nächste. Toggle or set the active audio devices. Das kann ein sehr, sehr spannendes Plugin sein, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich sag mal, ihr streamt jetzt gerade und im Stream möchtet ihr aber gerne eure Sounds auf gewissen Kanälen drauf haben, die ihr aber sonst, wenn ihr nicht streamt, nicht so haben möchtet. Dann könnt ihr das Ganze eben hier unten unter Toggle Audio Device einmal hier draufziehen. So, und dann könnt ihr hier unten auf einstellen. Zum Beispiel in dem Fall Output können wir jetzt nehmen. Ich möchte den Primary Output zum Beispiel auf meinen Headphones haben. Das heißt, meine ans Elgato Wave 3 angeschlossene Kopfhörer sollen den Ton ausgeben. Wenn ich eben drauf drücke, möchte ich, dass das Ganze ganz normal über meine stinknormalen Lautsprecher ausgegeben wird. Das könnt ihr jetzt hier setzen und jedes Mal, wenn ihr dann da auf die Taste drauf drücken würdet, dann würde sich der im System Sound hinterlegte Ausgang
quasi umschalten zwischen, in diesem Fall, Kopfhörer oder eben Lautsprecher. Könnt ihr euch ja selber mal überlegen, kann sehr, sehr sinnvoll sein, könnt ihr euch dann dementsprechend so legen. Ihr könnt das Ganze aber auch grundsätzlich konfigurieren, indem ihr hier einmal auf Set Device geht. Das heißt, es wird auf jeden Fall, je nachdem, ob ihr das für Input oder für Output haben möchtet, kann das dann eben grundsätzlich gesetzt werden. Das ist ein separater Knopf, eben auch wieder entweder Toggle oder ein separat gesetzter Knopf. Discord Volume Mixer. Was könnte das wohl sein? Schauen wir mal. Provides a mixer for Discord Voice Chat that allows adjusting volume for individual users. This application uses icon 8 Icons. Die Custom Action Discord Volume Meter enthält einige vorkonfigurierte Profile. Möchtest du die Profile in deinem Gerät installieren? Könnt ihr machen, möchte ich aber nicht. Also nein. Jetzt ist das Ganze installiert und hier auf der linken Seite sehen wir, auf der rechten Seite, Entschuldigung, sehen wir jetzt eben hier unten unter Discord Volume Mixer diverse Funktionen, die wir hier haben. Wir haben hier einmal den Volume Mixer, wir haben einmal DVM Back, DVM User, Volume Up, DVM Volume Down, Next Page, Previous Page, Mute, Unmute Microphone und so weiter und so fort. Das könnt ihr quasi nutzen. Dazu solltet ihr in der Regel das einfach einmal hier rüberziehen. Dann habt ihr hier unten nämlich den User Index. Der User Index steht auch schon Index in the Channel User Lists. Indexes from 0. Okay, also von 0 geht es dann runter, welcher User quasi da berücksichtigt werden soll für die Einstellungen, die ihr hier tätigt. Brauche ich an der Stelle nicht machen, denn ich für meine Zwecke benutze die Wavelink-Software und auch die Wavelink-Software, das seht ihr aber später, könnt ihr eben hier mit integrieren. Das wird mit Sicherheit das längste YouTube-Video, das ich je gemacht habe, aber ich freue mich drauf, ich finde es wichtig, denn ich selber habe so ein Video noch nicht gefunden, zumindest keins, das mir persönlich gefallen hat, deswegen dachte ich, ich mache da jetzt einfach selber ein. Achso, ja genau, noch eine kurze Anmerkung für alle Sachen, bei denen ich zu denen ich überhaupt nichts sagen kann, die werde ich da einfach schlicht und ergreifend nicht mit aufnehmen. Also da bitte ich dann tatsächlich um Nachsicht. Zum Beispiel Fuba 2000 Integration. Ich habe keine Ahnung, was Fuba ist. Vermutlich irgendwas mit Musik. Aber was es jetzt genau macht, keine Ahnung. Ich installiere das Ganze aber trotzdem mal für euch. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, was da denn alles enthalten ist. Ich schätze, Fuba wird ein ganz normaler Musik-Client sein. Was haben wir hier? Play, Pause, Play, also wieder Toggle, Play, Pause, Mute, Unmute, Lautstärke, Vorwärts, Zurück und so weiter und so fort. Also die üblichen Media-Player-Einstellungen, würde ich mal sagen. Das mal ganz schnell abgehandelt. Ich weiß nicht, vielleicht schneide ich das auch später so zusammen, dass ich alle Dinge, über die ich nichts sagen kann, einmal komplett rausnehme, die ich nicht aktiv zeigen kann, beziehungsweise irgendwie in den, wie sagt man so schön, Honorable Mentions hinterlege. Ja. Gibt es das Wort auf Deutsch? Schreibt es mir in die Kommentare. Audio. Kommen wir zum nächsten Punkt. Da hätten wir hier einmal GoXLR Plugin. Das GoXLR ist, glaube ich, das Gerät, das die meisten Streamer gerne haben möchten. Egal wie groß oder klein sie sind. Nicht nur, weil es unfassbar gehypt ist, sondern auch, weil es einfach ein wunderschönes Stück Technik ist. Wirklich Wahnsinn. Mir gefällt es abartig gut. Aber, wie gesagt, bei mir läuft hier eben so ziemlich alles über USB und die Wavelink-Software, die rockt schon so ziemlich. Was haben wir denn hier? RME Total Mix FX. Control Total Mix FX with Stream Deck Features. Load Snapshots Mixes, Toggle Mute Solo Globally and Individual Channels. Change Channel Volume, Pan, Gain, Phase, Cue with Control Master Out and many other Settings. Auch das eben wieder so ein Tool, zu dem ich leider nichts sagen kann. Also entweder lasse ich das jetzt hier an der Stelle drin oder ich nehme das eben in die Honorable Mentions mit ein. Was kommt als nächstes? Sound Deck. Take control of your audio, quickly change the audio device of application, create samples, clip or record audio from any device, play audio files with advanced playlists and more. Das klingt mega spannend, habe ich jetzt so noch nicht, aber alleine die record audio from any device, das klingt schon sehr, sehr cool. Das klingt wirklich gut, aber schauen wir mal rein. Was haben wir denn hier? Wir haben hier einmal Clip Audio, Play Audio, Record Audio, Sampler. Da fallen einem doch spontan ein paar Sachen ein, die man damit machen kann. Kann ich? Wisst ihr was? Kommt Kinder, das probieren wir mal kurz aus. Capture Device. Nehmen wir hier mal Wavelink. Output Path. Jetzt muss ich hier noch einen Pfad wählen. Ich mache mal ganz klassisch den Desktop. Wird der später eh gelöscht. Encode to MP3 Normalize Volume. Nö. Okay, und was passiert, wenn ich da jetzt drauf drücke? So, ich habe da jetzt mal drauf gedrückt und jetzt nimmt das anscheinend irgendwo auf und legt das ab. Das ist ja cool. Ich habe leider überhaupt gar keine Software mehr auf meinem PC, die irgendwie Musik abspielt.
so standardmäßig, außer Spotify. Groove Music, nein. Cool, das funktioniert echt. Kam jetzt aus meinen Kopfhörern raus. Was passiert denn, wenn ich auf Sampler gehe? Machen wir mal Sampler hier an. Ja, coole Sache. Also, damit können wir dann letztendlich etwas Aufgenommenes quasi immer wieder samplen, wenn wir da drauf drücken. Mega Sache, kann sehr lustig sein, je nachdem, wie ihr die Output-Devices dann letztendlich schaltet. Für euren Stream irgendwie könntet ihr das Ganze ja dann als Soundboard verwenden. On to the next one, würde ein Rapper aus den USA jetzt sagen. Was haben wir? Soundpad Integration. Soundpad Integration for your Stream Deck. Play sounds directly from Soundpad without needing to configure hotkeys. Können wir uns ja mal anschauen. Play Sound. Okay. Title klicke for more info und die Sound Index Field. Setting the Sound Index, place the song at the index, ignoring the sound drop down above. Okay, note. To know the correct index, make sure you switch to all sounds made in Soundpad Windows categories all sounds. Okay. Soundpad not running. Ist das eine separate Software? Guck ich doch gerade mal kurz rein. Jo, Soundpad ist eine eigene Software. Was kann die? Okay, Soundpad, eigentlich, wie der Name schon sagt, eigentlich nur eine Soundboard-Software, wenn ihr so wollt. Kann man nutzen, aber ich brauche kein Soundboard, weil... Schaut mal hier. Tada. Ich habe hier alle Soundfiles, die man so brauchen kann. Jetzt habe ich das ganz dramatisch gemacht, aber ihr habt es gar nicht gehört, glaube ich, oder? Habt ihr das gehört? Ihr habt es gar nicht gehört. Schade. Aber, ihr habt es hier gesehen. Machen wir weiter. Audio. Wo sind wir? Soundtech haben wir. Soundpad Integration haben wir. Teamspeak Integration. Ich glaube, das brauche ich euch jetzt nicht nochmal extra zeigen, denn funktioniert eben so wie mit allen anderen Sachen auch. Wir hatten ja vorhin das mit Discord und das wird eben auch genau das gleiche sein. Bringe ich jetzt hier nochmal zurück. Audio. Dann hätten wir als nächstes Ultraschall. Control Ultraschall, die Open Source Solution for Podcast Recording and Editing. It's magic. Oh, das klingt sehr gut. High-End Podcasting für alle. Jawohl, das klingt sehr gut. Ich habe zwar noch nie einen Podcast gemacht. Ich würde gerne mal einen Podcast machen, aber alleine ist ja irgendwie ein bisschen doof, oder? Aber wie seht ihr das? Kann man alleine einen Podcast machen? So ganz ohne Gast? Ich glaube, wenn du so eine richtig coole Erzählerstimme hast, dann kannst du das bestimmt machen. Aber mit Gast ist es natürlich viel cooler. Und was mir gerade auch auffällt, ich sehe so ein bisschen arg dunkel aus und so ein unscharf. Das liegt einfach daran, dass hinter mir ist das Fenster auf. Da kommt gerade die volle Ladung Sonne rein, was ich richtig toll finde. Endlich mal, das war jetzt echt ein doofes Wetter die letzten paar Tage und vor allem eiskalt. Machen wir weiter? Machen wir weiter. Also, wo war ich denn stehen geblieben? Genau, also einmal Ultraschall wäre dann das nächste, dann V-Band Deck, V-Band Remote Plugin for the Elgato Stream Deck. Kenne ich überhaupt nicht, ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr wisst, was das ist. Denn für neue Plugins oder neue Software und Tools und alles mögliche an technischer Spielerei bin ich ja immer zu haben. Voice Meter Integration. Ich lache, weil Voice Meter und ich, wir werden keine Freunde mehr in diesem Leben. Also ich finde, das ist unfassbar kompliziert gemacht. Es geht so viel einfacher. Kauft euch ein Elgato Mikrofon und holt euch die Wavelink Software und ihr braucht Voice Meter nicht mehr. Macht im Prinzip das gleiche, dass es quasi virtuelle Kanäle bastelt, über die ihr dann eben jeweilig eure Sounds regeln könnt. Das ist zum Beispiel dafür gedacht, dass ihr im, wenn ihr im Stream seid und ihr wollt aber auf euren Kopfhörern Musik hören, ihr wollt aber nicht, dass es eure Zuschauer hören, wegen Copyright Claims oder sonst irgendwas, könnt ihr das damit eben steuern. Voice Mod sollte aber den meisten ein Begriff sein. Voice Mod ist eine mega lustige Sache. Voice Mod ist, wie der Name eben schon sagt, verändert eure Stimme, hat ein paar Soundschnipsel auch mit drin, gibt extrem viele Effekte und kann wirklich, wirklich richtig Spaß machen. Ich habe mir sogar die Lifetime-Lizenz gekauft. Ich habe Voice Mod, aber wisst ihr was? Ich habe es noch nie benutzt. Ich habe keine Gelegenheit gehabt, das zu nutzen. Bisher. Schade eigentlich. Aber ich habe das natürlich mit meinem Stream Deck ausprobiert. Es ist auch, glaube ich, vorinstalliert sogar. Mal gucken. Voice Mod. Hier, Voice Changer, dann Voice Changer Toggle. Auch wieder, also ihr könnt hier dann die diversen Effekte, die ihr da halt haben wollt, könnt ihr dann da drauflegen. Ihr könnt zum Ändern der Stimme gedrückt halten. Ihr könnt Monitoring an, ausmachen und so weiter. Also da könnt ihr einige Sachen mitmachen. Wichtigster Knopf ist, glaube ich, der sofortige Zensurton. Ich habe es auf jeden Fall. Also wenn ihr das auch haben möchtet oder wenn ihr das sogar benutzt, dann kann ich euch das wirklich ans Herz legen. Es funktioniert sehr, sehr gut. So, damit müssten wir mit dem Audio-Tab auch schon fast fertig sein. Was haben wir denn hier noch? Genau, die Wavelink-Software. Ich kann es nicht oft genug betonen, wie grandios gut die Wavelink-Software ist. Die ist so gut,
Da müsste ich dem Ganzen hier eigentlich ein eigenes Video widmen, aber wir machen das mal im Schnelldurchlauf, okay? Hat auch wieder Profile dabei, brauchen wir jetzt aber nicht. Ich gehe hier extra mal auf eine saubere Seite, dann gehen wir hier mal auf Wavelink. So, neben den Standardfunktionen wie Eingangslautstärke stumm, Eingang stumm schalten, Eingangslautstärke einstellen, Eingangslautstärke aus, anpassen und so weiter. Wenn ihr die jetzt zum Beispiel mal hier reinzieht, dann könnt ihr hier jetzt drauf gehen und orientiert euch am besten an Eingang. Ihr geht jetzt hier einmal auf Elgato Wave 3 und da seht ihr eben schon diverse weitere. Das liegt daran, ich zeige es euch mal, dass es verständlicher wird. Wavelink. So sieht meine Wavelink-Software aus. Ja, also das sind quasi die ganzen Quellen, die ich da drin habe. Hier unten habe ich noch ein paar Filter draufgelegt. Grundsätzlich könnt ihr mit der Elgato Wavelink-Software eben für alles, was ihr machen wollt, eine separate Spur auf eine separate Spur legen. Das ist mega praktisch. Ihr könnt nicht nur sagen, ey, okay, ich möchte Browser zum Beispiel. Ich habe jetzt zum Beispiel zwei Browser, weil ich ungern manuell hin und her schalte. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel einen Main-Browser. Das ist mein Chrome-Browser. Wenn ich darüber jetzt Musik höre, dann kommt es über die normale Systemlautstärke, also sprich über meine Lautsprecher raus. Wenn ich jetzt aber auf meinen Firefox gehe zum Beispiel, der Firefox ist so eingerichtet worden, dass der eben auch als Audioquelle Wavelink Browser hinterlegt hat in Windows. Was bedeutet, dass ich hier separat einstellen kann, dass ich auf meinem Ohr das eben nur mit 90% Lautstärke hören möchte, aber mit für die Zuschauer im Stream oder bei einer Aufnahme eben zu 100%. Das ist mega praktisch und das seht ihr jetzt eben hier auch wieder. Ihr könnt hier drauf gehen, könnt hier einmal auf Browser gehen, dann verändert sich das hier auch. Ihr könnt hier einmal auswählen, ob der Monitor-Mix, sprich das, was ihr hört, oder ob der Stream-Mix, das, was eure Zuschauer hören oder was später in der Aufnahme landet, eben hören sollen, beziehungsweise in welcher Lautstärke. Ihr drückt hier rein und dann könnt ihr hier eben eine Eingangslautstärke einstellen. Das empfehle ich euch aber nicht, beziehungsweise ich nutze das tatsächlich nicht so, denn ich nutze Eingangslautstärke anpassen, nicht einstellen, sondern anpassen. Das hat folgenden Vorteil. Liegt auf der Hand, ihr geht hier drauf, Browser, hier unten den Stream-Mix, dann gehen wir hier in 10er Schritten, ich mag das ganz gerne so in 10er Schritten, und zwar haben wir jetzt hier oben das Plus-Icon, also wählen wir hier einmal Plus 10, dann gehen wir hier wieder drauf, gehen hier auf Eingangslautstärke anpassen, legen das einmal hier drunter, gehen hier auf Browser, darauf achten, passiert mir sehr, sehr oft, dass hier bei Ausgang irgendein Stream-Mix ausgewählt ist. Wir gehen hier auf minus 10 und tada, ihr könnt dann selber sehen, Eingangslautstärke, ich drücke aufs Plus, wird lauter, ich drücke aufs Minus, wird leiser. Mega Sache, super, super komfortabel, wenn man kein externes Audio-Device hat. Das zum Beispiel kann ultra wichtig sein, wenn, ja sagen wir, ihr seid im Stream und ihr schaut eben ein Video, weil ihr eine Reaction machen wollt oder ihr seid gerade in-game und habt irgendeinen Sound eben jetzt da draufgelegt und euer Chat schreibt euch, hey, Spielsound ist viel zu leise. Dann müsst ihr nicht umständlich raustappen und wieder reintappen und einstellen und tralala, sondern ihr drückt einfach auf eurem Stream Deck die Taste und es wird eingestellt. Mega komfortabel. Ich empfehle euch dabei, das Ganze auch noch so einzustellen, dass ihr hier unten einen Knopf habt, wo ihr umstellen könnt. Sprich, ihr könnt umstellen, ob ihr die Lautstärke von euch hören möchtet oder ob ihr die Lautstärke vom Stream hören möchtet. Denn manchmal sind ein paar Trolle unterwegs, die dann sagen, hey, ist viel zu leise und ihr schraubt nach oben und es bläst euch die Ohren weg. Deshalb kann ich das auf jeden Fall so, wie es ist, empfehlen. Genau. Mega Sache, schaut euch das gerne nochmal im Detail an. Die Wavelink-Software ist einfach, ich habe schon 1000 Mal gesagt, ich sage es aber auch noch 2000 Mal. Das beste Stück Software, das es, glaube ich, für Mikrofone und für Sound gibt. Wirklich. Ich kann es jedem ans Herz legen. Schaut euch das an. Mega Sache. Und wir sind bei fast 35 Minuten inzwischen angelangt. Reine Videoaufnahmezeit. Schau mal, ob ich hier noch was habe. Plugins, Audio. Wavelink war das letzte. Dann würde ich sagen, beende ich das Video an der Stelle. Somit haben wir jetzt einmal für Audio alles durchgenommen. Als nächstes kommt dann Tools für Entwickler. Vielleicht, wenn ich da was finde, was ich euch auch zeigen kann. Und dann gehen wir eben die weiteren Kategorien einfach durch.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Schreibt mir gerne in die Kommentare auch eure Meinung zu den einzelnen Plugins, die da drin sind. Und auch die, worüber ich nicht genug sagen konnte, würde ich mich super drüber freuen, wenn ihr mir da auch noch Feedback dazu geben könntet. Man lernt nie aus. Auch ich lerne nie aus. Und fürs nächste Video, Blass, ey, wow, kriege ich das mit der Kamera bestimmt auch noch hin. Okay, Freunde, ihr wisst Bescheid. Geht nicht über Rot, nehmt keine Süßigkeiten von Fremden an und Rollläden runter machen, wenn ihr ins Bett geht. Es ist Freitag. Ich lade das Video auf jeden Fall heute hoch. Ich wünsche allen ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit und wir sehen uns dann gerne im nächsten Video. Also entweder Tools für Entwickler oder Interaktion wieder. Und falls ihr noch nicht auf meinem Zweitkanal vorbeigeschaut habt, ihr wisst Bescheid. Link in der Videobeschreibung. Schön, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Ozan und ich bin raus. Ciao.